Aber das Schöne ist, dass Hamilton jetzt hinter uns ganz schön viel Zeit verlieren wird, weil der muss natürlich darauf warten, dass wir unseren Boxenstopp abfertigen können. Das heißt, wir können jetzt hier schön zusehen, wie er warten muss. Fahr! Meine Güte, was müssen wir immer so lange warten hier? Unser zweiter Boxenstopp, der Ewigkeiten gebraucht hat. Gut, für Hamilton ist er jetzt natürlich noch schlimmer. Jetzt überholt vom Bottas dadurch. Okay, da sind welche draußen geblieben. Die müssen dann eigentlich schon gewechselt haben, denke ich mal. Das sind Vettel und Massa. Genau, ein Stop. Und wann sollen wir machen? 25, also in 7 Runden. Ja. Und er uns versucht, die Lücke zu schließen. Aber wenn ich das im Rückspiel gerade richtig gesehen habe, fährt er noch auf Intermediates. Und dann sollte er eigentlich nicht mit uns mithalten können, wenn unsere Reifen einigermaßen auf Temperatur gekommen sind einmal. Und wir ziehen jetzt auch keinen Regen mehr hinter uns her. Wir sind definitiv auf dem richtigen Reifen unterwegs. Oh, Vettel ist das. Aber wegziehen sind wir nicht gerade. Wir ziehen nicht vor Vettel weg. Das darf man definitiv so unterschreiben. Aber gut, er fährt, glaube ich, auf voller Leistung. Hat er das gerade gesagt? Schon wieder vergessen. Und er muss auf jeden Fall jetzt gleich rein. Also von daher droht uns da eigentlich keine Gefahr. Ein Auto ist ausgefallen auch schon. Er fährt immer noch weiter. Okay, dann scheint schon... Also er hat auf jeden Fall DRS offen. Das ist jetzt die schnellste Rennrunde gefahren, deutlich. Wie auch immer er das geschafft hat. Ich habe immer noch nicht genau sehen können, was für Reifen er hat. Ah, er hat auch Option, okay. Das heißt, er muss leider auch nicht zu einem Boxenstopp rein. Das heißt, er wird wirklich zu einer Gefahr für uns. So, das heißt, ich muss mich jetzt nicht mehr konzentrieren. Und jetzt erstmal ein paar gute Runden hinlegen. So. Konzentration hier. Okay, wir könnten jetzt wieder DRS einsetzen. Haben wir natürlich bisher gar nicht vermisst. Denn wir hatten ja noch nicht die Möglichkeit, es einzusetzen aufgrund des Regens und natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass wir kein Auto vor uns hatten. Ein Problem, was ich sehr, sehr gerne habe. Denn das bedeutet natürlich, dass wir auf Position 1 rumfahren. Aber wir laufen hier sogar schon auf Verkehr auf. Wobei das noch ein bisschen dauert, bis wir das haben. So, jetzt haben wir die schnellste Rennrunde. Wir sind einfach mal 5 Sekunden schneller gefahren als bisher in diesem Rennen. Merkt man mal, wie viel doch der Regen ausmacht. Und schwuppdiwupp ist auch Vettel wieder aus dem DRS-Fenster raus. Muss ich leider wieder einmal vom Gas gehen zwischendurch. Ist immer nicht so gut. Das zählt jetzt als Corner-Cutting, das überrascht mich. Ich hatte das Gefühl, dass ich noch mit 2 Reifen auf der Strecke war. Aber gut. Das Spiel wird schon recht haben. Aber solange es mir dafür keine Strafe gibt. Ich glaube, in dieser Saison noch gar keine Strafe. Sind ja auch vermeidbar, wenn wir mal ehrlich sind. Vor allen Dingen, wenn man auch Rückblenden verwenden darf. Wobei ich, glaube ich, dafür keine verwenden musste bisher. Naja, ich versuche ja sowieso auch keine Rückblenden zu verwenden. Denn das können natürlich die KI-Fahrer auch nicht, aber wenn man... KI-Fahrer müssen halt auch währenddessen nicht kommentieren. Das ist halt auch immer noch ein Faktor, der schon nicht so ohne ist, weil das ist schon natürlich zwei Sachen, auf die man sich konzentrieren muss, wenn man nicht völligen Schwachsinn redet und gleichzeitig ein gutes Rennen liefert. Okay, und der hinter uns fährt mit voller Drehzahl.
Müssen gleich auch mal schauen, wie viel Sprit haben wir denn? Wir sind bei optimal, das heißt, wir können das nicht machen. Wir hätten natürlich vorhin ein bisschen im Regen einsparen können. Okay, das verstehe ich, dass das als Abkürzung gewertet wurde. Hat uns aber nicht Zeit gebracht. Im Gegenteil, Vettel ist deutlich näher an uns rangekommen. Wir hätten natürlich einiges noch an Benzin im Regen einsparen können. Haben wir aber nicht. Denn wir sind auf normaler Drehzahl gefahren. Weil es doch eigentlich ganz gut ging. Also normalerweise macht man das ja, guck mal ja bei... Oh, jetzt kommt er gleich mit DRS. Und rechts ist damit natürlich auch schneller als wir. Aber dafür ist diese Gerade halt zu kurz. Ein bisschen früh gebremst. Naja. So. In drei Runden soll Vettel reinkommen. Hier natürlich auch. Er hat jetzt natürlich auch wieder DRS. Kommt links. Das wird er aber nicht schaffen. Zumal die Kurve eine Rechtskurve ist. Dann können sie wieder nicht voll fahren. Im Gegenteil, da war ich wieder viel zu weit draußen. Es wäre natürlich eigentlich wichtig, in der Runde reinzukommen, wo Vettel auch reinkommt. Sollte nicht länger fahren als Vettel. Aber das kann ich natürlich nicht genau wissen. Ich werde mich einfach an meinen Plan halten und ich werde keine weitere Runde mehr fahren. Ich hatte jetzt gerade zwischendurch nur überlegt. Das ist einfach aus dem Grund, weil wir ja dann einmal mit 7 Runden fahren müssen und einmal mit 8. Ob man nicht erst mit 8 und dann mit 7 fährt. Aber ich denke, wir werden nach diesen 7 Runden auf jeden Fall reingehen. Denn es ist eigentlich... Also es sieht so aus, als würde Vettel schneller fahren können als wir. Jedenfalls durchschnittlich. Absolut nicht, aber... Denn wir haben ja immer noch die aktuelle Bestzeit. Denke auch nicht, dass wir die so schnell verlieren. Bitte hilf mir, Grosjean. Kannst Vettel ein bisschen aufhalten, wenn du jetzt hier blöd im Weg stehst an dieser Schikane. Was du tust, vielen Dank. Hat mir, glaube ich, fast sogar... Ja, das hat mir, glaube ich, das DRS-Fenster hier gebracht. Deutlich. Sind nämlich hier 2 Sekunden. So viel hat er einfach verloren, einfach... Weil er nicht mehr vor dieser Schikane vorbeigekommen ist. Hamilton ist auch nur noch Vierter. Also der hat da ein ganz schönes Problem gehabt, weil er in der Box auf uns warten musste. Und weil die anderen halt alle sogar noch in der Runde davor geschafft haben, schon die Reifen zu wechseln. Und dann relativ viel Zeit gut machen konnten in dieser einen Runde schon. So, aber Vettel holt schon wieder auf. Von den 2 Sekunden jetzt nur noch 1,839 übrig. Und ich kürze hier viel zu häufig ab. Das führt, wenn das so weitergeht, dann doch noch zu einer Strafe. Das möchte ich natürlich eigentlich sehr gerne vermeiden. 10 Runden sind es noch. Und 2 wird gewechselt. Sollte kein DRS haben auf dieser Geraden. Oh, das war zu spät gebremst. Ja, diese Second ist inzwischen keine Second mehr. Nach dem Verbremser. So, das sind jetzt wieder 0,3 Sekunden. Ungefähr, tipp ich mal. Wobei man natürlich eigentlich in dieser Schikane immer wieder ein bisschen was holen kann, aber nicht genug. Der wird auf jeden Fall DRS haben. Er wird jetzt hier nochmal dramatisch an uns ranziehen. Das geht sogar. Aber schon ein Stück. Kurve wieder nicht ideal genommen. 0,3, so wie ich es vorhin gesagt hatte. Viel näher kann er halt auch nicht rankommen, denn dann verliert er mir wieder. Nein! Okay. Gerade noch von gesprochen. Jetzt muss ich sie dann doch nutzen. Ja, so ist es, wenn man das groß ankündigt, dass ich noch keine Strafe fürs Abkürzen bekommen hatte. Da war sie natürlich. Und die will ich nicht haben.
Denn dann wäre das Rennen gelaufen. Ich finde auch, dass die Strafen da ziemlich hart waren, weil ich meine, davon nicht wirklich profitiert zu haben jeweils. Aber gut, ich muss es jetzt leider so regeln. Vielleicht soll ich das für die nächste Saison einfach mal ausschalten. Wobei, wenn ich auch gegen die Wand fahre und so, ja. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das mit dem Strafensystem. Ihr könnt auch mal schreiben, was ihr davon haltet, dass ich das dann doch nutze in solchen Situationen. Aber bitte geht nicht zu hart mit mir ins Gericht. Oh, Vettel ist drin in der Box. Oh, das heißt, diese Runde ist jetzt ziemlich entscheidend. Diese Runde müssen wir einigermaßen gut fahren. Und Hamilton auch? Ne, Hamilton ist noch draußen. Bottas ist auch in der Boxengasse gewesen, sonst wäre Hamilton wahrscheinlich nicht vorbeigekommen. Wobei, vielleicht hat Hamilton ihn auch überholt. Nee, denke ich nicht, weil dahinter ist die Lücke zu groß. Das wird fast noch der Hinterfahne sein. Aufpassen, dass wir nicht hier doch noch eine Strafe kassieren. Ich weiß auch nicht genau, wie das Strafensystem da funktioniert. Ob er jetzt sagt, okay, eine Runde lang oder nicht abgekürzt wird, jetzt zählt das nicht mehr so stark. Ich denke mal, dass da irgend so ein internes Bewertungssystem gibt. Hamilton kommt erstaunlicherweise nicht mehr wirklich an uns ran. 4,2 Sekunden ist der noch von uns entfernt. Welche Reifen wollt ihr mir eigentlich geben? Verdammt, das weiß ich gar nicht mehr. Jetzt kommt unter die Schikane, deswegen kann ich das nicht mehr umstellen. Option. Ja, aber ich denke, das würden sie sowieso machen. Hamilton hat uns jetzt überholt. Er wird natürlich dann auch nochmal in die Box gehen müssen. Oh, was ist jetzt mit unserem Hinterreifen los? Warum waren die auf einmal so heiß? Und bremsen wahrscheinlich. Hamilton ist die schnellste Runde gefahren. Der ist natürlich jetzt vor uns. Oh, da ist Vettel neben uns. Wir haben es so gerade geschafft, vor ihm zu bleiben. Was natürlich besser für uns ist. Das heißt, er ist eigentlich genauso schnell gefahren in seiner Runde danach wie wir. Was natürlich gut für uns ist. Denn es ist natürlich wichtig, vorne zu bleiben. 18 Sekunden sollten auf jeden Fall reichen, um vor Hamilton zu sein, wenn er seinen Boxenstopp gemacht hat. Sieht da vielleicht auch im Rückspiegel, der Vettel fährt eine ganz andere Linie als ich. Dafür sehr viel mehr Schwung, weil ich da blöd bremsen musste. Jetzt auch leicht an uns vorbeikommen können, aber ich denke nicht, dass es insgesamt reicht. Oh, er sticht da innen rein. Das war geschickt von ihm gemacht, aber. Oh, hat er sich den Frontflügel abgefahren? Ich hoffe nicht. Das finde ich ärgerlich, weil ich finde das eigentlich ganz schön, dass wir uns hier so battlen müssen. So. Ne, das sieht ganz gut aus. So, jetzt ist natürlich Hamilton drin, genau. Kommt aber jetzt auch schon wieder raus. Wir sind natürlich deutlich schneller, weil er jetzt erst beschleunigen konnte. Das heißt, er bleibt erstmal auf 4 und ich denke, der Abstand ist auch ziemlich gleich geblieben. Und er natürlich eine schnellste Rennrunde gefahren war, aber reicht dann doch nicht ganz. Ja, dadurch, dass ich hier mal vom Gas gehen muss, das kostet mich so viel Zeit. So, aber es sind nicht mehr so viele Runden. 6 Stück noch. Und der Rest von dieser hier. Muss ich auch immer vom Gas gehen. Bin natürlich jetzt noch ein bisschen mehr übervorsichtig hier. Einfach weil ich hier nicht mehr abkürzen darf. Jetzt kommen wir wieder zum Überrunden. Da werde ich Zeit verlieren vermutlich, weil ich hier nicht vor der Schikane noch überrunden kann.
Leicht, ja, aber das sieht auch nicht so aus, als würde ich noch in den DRS-Rahmen kommen, denke ich. Nee, DRS bekomme ich leider nicht, dafür bin ich zu weit weg. Das würde natürlich auch zählen, wenn ich hier hinter mal den zu überrundenden wäre. Fürs DRS. Ich fahre absichtlich rechts, damit er links überholen muss. Und dann... Oh. Damit genau das dann passiert. Dass ich dann innen bin. Und da hätte er natürlich abkürzen müssen, deshalb hat er das nicht gemacht, glaube ich. Also er hätte die Strecke nicht mehr geschafft. Das war aber ganz schön eng. Jetzt ist Massa allerdings an Vettel dran, dadurch, weil das da so eng zugeht. Und vielleicht können wir davon profitieren, dass Massa Vettel angreift. Wir laufen jetzt auf jeden Fall mal auf. Haben kein DRS leider bekommen, schade. Sollten aber jetzt hier an Nazar vorbeikommen an sich, oder? Bitte auf jeden Fall vor dieser Schikane mich vorbeilassen. Danke. Jetzt können die anderen ruhig dadurch wieder Zeit verlieren. Haben sie leider nicht getan. Da ist Vettel sehr, sehr gut durchgekommen. Das Publikum jubelt. Warum? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil wir noch vorne geblieben sind. Ja, das war schon wieder nicht voll gefahren. Das kostet mich immer enorm viel Zeit, dass ich die nicht voll fahre. Aber mich wundert es, dass Hamilton nicht an Vettel rankommt. Also Vettel scheint heute wirklich einen guten Tag zu haben. So, vier Runden noch. Wir sind auf absolutem Bestzeitkurs. Jetzt haben wir natürlich gleich eine Überrundung vor uns. So, bitte wieder vor der Schikane vorbeilassen. Danke. Denn da will man absolut keinen vor sich haben. Da ist da viel zu wenig Platz. Diesmal scheint Vettel nicht ganz so gut vorbeigekommen zu sein. Wie sieht es mit Benzin aus? Das ist auch okay. Wird gar nicht. Doch, neunter wäre ich nur, wenn ich nochmal einen Boxenstopp machen müsste. Also auch mit der Strafe sozusagen. Weil vielleicht wäre ich dann achter. Wenn man natürlich den Wechsel nicht drin hat. Ja, diese Kurve, die kostet mich immer so viel Zeit. Uah, was war das? Da bin ich weggerutscht. Das war schwierig. Aber zum Glück habe ich das Auto unter Kontrolle halten können. Aber jetzt ist Vettel wieder dran. Unter einer Sekunde. Ganz, ganz knapp. Ich hoffe, dass wir es über die Sekunde schaffen, wenn der DRS-Messpunkt kommt. Wo ist denn der? Hier, glaube ich, ne? Ich glaube, er hat kein DRS. Das ist aber wieder direkt hinter uns. So, eine halbe Sekunde hinter uns. Das war auch schon wieder ganz schön gefährlich am Abkürzen. Aber ich habe mir jetzt echt Mühe gegeben, danach nicht mehr abzukürzen. Kommt da aber schon wieder. Ganz gefährlich. Dann aber früher gebremst als mir. So.
So, aber ich hoffe, dass wir das wirklich noch über die Zeit retten können. Laufen wir schon wieder auf. Ericsson wahrscheinlich, weil wir Masaya schon überrundet hatten. Oder hat er vielleicht schon gewechselt und war deshalb vor uns? Ja, und da fehlen uns dann halt auch immer so 20 km/h, wenn ich da vom Gas gehe. So, ich denke, das wird jetzt wieder ein Überholmanöver sein vor der Schikane. Ja, da kommt auf jeden Fall blaue Flaggen gezeigt, aber es reicht, glaube ich, nicht mal ganz für die Schikane. Nee. Wow, Ericsson. Meine Güte, was war das denn? Versucht er mich da vorbeizulassen? Das war aber Glück, dass es da nicht zum Unfall gekommen ist. Jetzt war ich aus Versehen ein bisschen zu weit rechts unterwegs. Er sagt mir, ich vergrößere meinen Abstand zu Vettel. Über jede Runde hinweg so ein bisschen. Dann wird jetzt mit der schnellsten Rundenzeit. Glückwunsch an ihn, die werde ich wahrscheinlich nie mehr schaffen. So. Ich schaff's halt nicht, diese Runde, diese Kurve voll zu fahren. Aber es ist natürlich auch klar, diese Strecke ist sehr, sehr anspruchsvoll. Ich habe ja auch schon im Qualifying gesagt, hat hier von Codemasters 4 von 5 Sterne als Schwierigkeit bekommen. Und das ist sie auch, weil hier einfach viele Kurven sind, wo man wirklich echt mit dem Gas taktieren muss und mit dem Bremsen, wie viel man da Gas gibt und wie viel man bremst und so weiter und so fort. Ist schon eine der schwierigen Strecken. Jetzt haben wir schon ein Benzinproblem, aber wir sind natürlich auch schon in der letzten Runde. Unsere Reifen sind auch nicht mehr die besten. Aber wir müssen jetzt nur noch über zwei DRS-Zonen müssen wir uns jetzt noch vorne halten. Und über diese Kurve. So. Dann ist jetzt noch eine halbe Runde. Aber gleich kommt die DRS-Zone. Ich denke, wenn wir die überstanden haben, dann sollten wir es geschafft haben. Denn in der zweiten DRS-Zone wird er nichts mehr machen können. Dafür ist die Ziellinie zu früh. Und jetzt also nur noch hier vorne bleiben. Und es sieht so aus, als hätte Vettel aufgegeben. Oder auch nicht. Ah, ich denke schon. Hamilton wird übrigens Dritter dann. Hat er es doch noch geschafft, zumindest aufs Podium zu kommen. Wobei es natürlich für ihn eigentlich ein enttäuschendes Rennen ist. Wobei er natürlich auch, nachdem wir da von den Regenreifen gewechselt sind, musste er hinter uns warten. Aber auch wir hatten zweimal große Wartezeiten beim Stop, weil immer noch andere reinkamen. Wir hatten ja zwei Boxen-Stop über 5 Sekunden. Aber ist auch alles egal. Wir haben es geschafft. Wir sind Erster und da fährt Vettel an uns vorbei. Nee, traut er sich doch nicht. Ha. Wir haben eine Position gewonnen, sind Erster geworden. Genau, hier. Awesome, was wir hier erreicht haben. Zweiter ist Vettel geworden. Verdient, absolut verdient. Also, hätte auch durchaus Chancen noch auf den Ersten gehabt. Hamilton auf 3, Massa und Bottas dann. Beide in den Williams auf 4 und 5. Wie gesagt, wenn ihr ein bestimmtes Auto sehen wollt, mit dem ich mal fahre, oder auch eine bestimmte Strecke, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare reinschreiben. Ja, das war's dann. Hier unten links könnt ihr auf die nächste Folge klicken, hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.